Hallo, wenn du wissen möchtest, wie ich dieses Augen-Make-up geschminkt habe, dann bleib doch einfach dran. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani. Heute möchte ich gerne ein Augen-Make-up schminken und zwar mit der Zoeva Palette Cocoa Blend. Ich finde, die Zoeva-Paletten sind sehr, sehr gut geeignet, auch für Anfänger, weil sie von der Farbzusammenstellung pro Palette immer sehr gut abgestimmt sind und die Farbabgabe ist sehr gut, ne? Also nicht zu viel, nicht zu wenig und ich finde, die lassen sich sehr, sehr gut verblenden und man kann sehr gut damit arbeiten. Heute möchte ich gerne ein Augen-Make-up schminken, wo ein bisschen rosa und ja, rosa Töne dabei sind, rosa-braun. Ich mag diese Kombination sehr gerne und das trage ich auch im Alltag. Und los geht's! Beim Schminken ist es meistens ein Problem. Je älter man wird, dass die Haut die Elastizität verliert und nicht nur überall am Körper, sondern auch hier. Im Vergleich zu jungen Mädels ist bei uns hier alles ziemlich locker und deswegen lassen sich Lidschatten nicht so einfach verblenden. Die Haut wird immer hin und her geschoben, so dass dann der Lidschatten auch mal daneben rutschen kann. Ja, deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man nicht schnell arbeitet, sondern wirklich mit Liebe und Verständnis an die Äuglein rangeht.